Ja, mehr gibt's hier wohl nicht. Ja, reicht eh. Die Brutstätte wird eh lustig genug, denke ich. Vor allem, ich bin schon auf den Brutstättenboss gespannt. Oh nee. Ist das ein Plünderer? Das ist ein Plünderer. Gleich mal drauf. Gleich drauf, bevor der irgendwas macht. Oh, ich wurde ge... Zack. Wie er einfach auf mich drauf rollt, so. Hey, ich will mal kurz kutscheln. Warte. Ah, okay, jetzt hat er mich getroffen. So, jetzt lebt aber eh nur noch er. Ah, nee. Ein Plünderer lebt noch. Ah, wir haben uns Das war ein richtig komischer Ton gerade. Ja, da war gerade kurz der Ton verbuggt, weil ich ihn getroffen habe. Er hat mich getroffen. Den kann ich nicht looten aus irgendeinem Grund. Ich glaube, der lag aber schon vorher da, aber trotzdem müsste ich ihn eigentlich looten können. Bist du Highland? Nee. Ja, einen halben Beutel habe ich verloren. Ist aber okay. Bei Plünderern, wo ich viel mehr verkacken hätte können. Hätte verkacken können, so. Ist ein halber Beutel ganz in Ordnung. Da darf ich mich nicht beschweren. Ich habe schon viel mehr Leben verloren. Brutstätte C, da haben wir hier. So, und hier ist das Lagerfeuer, genau. Da wollen wir jetzt mal kurz speichern. Ich finde das echt toll, dass vor den Brutstätten immer ein Lagerfeuer ist. Das ist ein tolles Entgegenkommen zu den Spielern. Stufe 20, okay, gut. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Warte, die packen wir aber noch in die als aktive Quest. Oh, Pirscher beim Eingang. Ja, das heißt schon was. Hä, das hat mich noch getroffen. Echt? Ich habe ja die falsche Rüstung an, nicht Dulli. Jetzt fällt es mir gerade ein, nachdem ich da die Hälfte verloren habe. So. Na, ja, die Pia. Oh, wow, 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 wow. Das tut schon weh. Ja, das sind Minen. Das ist... Oh, er ist da oben, wie böse. Sehr böse von dir. Hä? Ja, da bin ich immer... Da ist er halt runtergerutscht und hat mich gleichzeitig noch... sein Ding getroffen, weil ich dann auch reingelaufen bin, nicht gescheiter. So, der liegt gleich wieder und weg mit dir. Gleich mein Pirscherherz, sehr schön. Ja, drei Pirscher beim Eingang ist schon eine Hausnummer. Das ist nicht ohne. Oh, dann nehme ich Schaden. Wie komme ich denn da rein? Aber hier noch ein Gegner ist.
Was war denn das für ein Geräusch? Hm, wie komme ich denn da hoch? Du bist wirklich aufmerksam. Zack. Ah, deswegen steht der da. Man kommt nicht über den Haupteingang rein, sondern man kommt hier über diesen Seiteneingang rein. Ja, clever. Natürlich nicht clever von ihm, dass er da stand. Und man den Eingang gar nicht übersehen kann, wenn man den tötet. Aber so an sich eine coole Sache. Ja, wieder zum Brutstättenkern. Kennen wir ja eh. Das ist immer das Gleiche. Nur die Gegner sind ja immer ein bisschen anders. So, heilende Sachen gibt es hier zum Glück auch. Das ist ja sehr angenehm. Ärgerlich, dass genau Aloy hier nicht stehen kann. Ah, sie kann jetzt nirgendwo mehr stehen. Vorher ist sie aber noch reingegangen. Naja, egal. Heilung sind wir voll, sehr gut. Hier ist sehr viel Wasser. Sehr im Wahnsinn, dass das Eis noch gar nicht überschwemmt wurde. Also, dass man da überall noch runter kann, ohne dass man da ständig tauchen muss. So, weiter geht's. Was? Hier ist schon der Boss? Ja gut, der Boss, ein Donnerkiefer, ist nicht gerade cool. Vor allem nicht hier bei dem engen Bereich. Das ist überhaupt nicht cool. Ja, da müssen wir schauen, wie wir den machen. Da müssen wir wahrscheinlich oft hier hinter den Säulen in Deckung gehen, weil sonst, wenn uns da der Laser trifft, Hälfte des Lebens ist weg. Ausweichen kann man dem nur schwer. Zumindest habe ich bis jetzt noch nicht rausgefunden, wann ich genau wegrollen muss, damit mich das nicht trifft. Ja, das sind eh wieder Wächter, die sind eh relativ billo. So, da hinten ist noch einer. Wow, wow, wow. Ja, hingehen sollte ich dann nicht unbedingt, aber... Ja gut, lass mal einfach. Gut, speichern kann ich ja leider nicht. Das heißt, ich muss halt, ja... Natürlich werde ich vorher noch Pfeile nachfüllen und so. Nehme natürlich die Abrisspfeile. Zack. Oh oh, da ist jemand sauer. Ja. Ja, ich muss sagen, vor dem habe ich doch ein bisschen Schiss, wenn der da auf mich schießt. Ich habe nur seinen Unterkiefer getroffen. Autsch.
Nee, auf solche Distanzen kämpfe ich gegen den sehr ungern. Nein, das ist ein Teil, das ich nicht... Was? Nee, ich... So ist einer aber abgeschossen. Wow, 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 wow. Ja, er fängt schon an. Ist das zweite ab oder ist das noch da? Ich glaube, das ist noch da, oder? Ja. Okay, hat aber keinen Schaden gemacht. Gut, haben wir abgeschossen. Alter, wie halt immer in uns drin steht. Ja, ich komme nicht weg. Ist das die... Ja, das ist das, der Scheibenwerfer. Und vier habe ich noch. Ah. Das war jetzt natürlich nicht gut, was ich da alles getroffen habe. Das zweite haben wir abgeschossen. Oh, das ist noch ein Scheibenwerfer. Jetzt bin ich dran. Oh, den hat's ja komplett zerfetzt. Wo ist der Körper? Ich glaube, den hat es wirklich komplett zerrissen, oder? Wir können hier dann noch so einzelne Sachen mitnehmen. Wir nehmen natürlich auch die heilenden Sachen mit. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Ah nee, da liegt er eh. Ist anscheinend erstmal durch die Gegend geflogen. Boah, was mache ich wieder mit so Handhabungsspulen? Ja, haben wir es doch irgendwie geschafft. Haben wir es doch geschafft. War gar nicht so schwer, wie ich dachte. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, wenn man ganz nah bei ihm steht, dann macht er eher Nahkampfangriffe, als dass er dann mit seinen Geschützen anfängt, was natürlich auch Sinn macht. Aber er macht dann seinen Laser auch gar nicht. So, Zeta ist verfügbar. Sturmvoll, Donnerkiefer und Steinbrecher können wir jetzt überbrücken. So, MXI Kernprotokoll 231L. So, Textdatenpunkte, Maschinen, Übersicht. Aktiv, Produktion, Aufsicht, Analyse. Aktiv, Zusatzproduktion, Typ. Warnung, Eindringen, Quelle, extern. Aktiv, Gegenmaßnahme, Phasenverschiebung. Warnung, Gegenmaßnahme, fehlgeschlagen. Warnung, Primärproduktion, externe Überbrückung. Warnung, Primärproduktion, Download. Aktiv, Zusatzproduktion, Typ. Aktiv, Primär, Ausrüstung, Verstärkung, 27.03. Aktiv, Primär, Ausrüstung, Verstärkung, 14.31. Aktiv, Primär, Ausrüstung, Verstärkung, 11.66. Aktiv Primär Ausrüstung Verstärkung 9741. Aktiv Primär Ausrüstung Verstärkung 4310. Aktiv Primär Produktion wird initialisiert. Die Aussagen teilweise sind. Also, was da steht, ist teilweise sehr schräg.
Das wäre eigentlich ganz toll, aber das wäre halt auch toll. Ah, wir nehmen das mal besser mit. Und dann nehmen wir das hier mit. Sehr cool, wir haben das geschafft. Wir können jetzt hier raus. Das ist, denke ich mal, jetzt hier der Haupteingang. Ah ja. Ist der Haupteingang. Das ging aber echt flott, das Lager. Musste man gar nicht so viel laufen. Und vor allem nicht so viel rumklettern. Ich hätte jetzt gedacht, ich bin jetzt auch so 20, 30 Minuten hier drin. Aber gut. Selbst der Donnerkiefer ging relativ flott. Ich glaube, in 5 Minuten war ich durch. Also mit dem Donnerkiefer, nicht jetzt mit dem ganzen Lager da. Ja, Zeterhammer. Dann würde ich sagen, wir gehen hier nach oben, oder? Teleportieren uns hier hin, schauen uns hier mal so ein bisschen um. Ah, dann können wir uns aber auch hier hin teleportieren, hier mal so drumherum gehen. Oh, hier ist ein Behemoth sogar markiert. Es ist keiner, der spazieren geht. Ja, dann markieren wir uns mal das da. Reisen dahin. Wir teleportieren uns da nicht hin, sondern wir reisen. So, dann ab zum nächsten Lagerfeuer. Das ist ein Wächter, oder? Ja, gut. Sollen die halt weglaufen. Steigen eh bald auf. Bald sind wir Level 46. Ja, die schreien da, das bringt aber halt nicht sonderlich viel. Nee, 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 nee. Genau das meine ich. Der macht das, aber der andere, die Verdorbenen haben das nicht gemacht. So, Lagerfeuer haben wir entdeckt. Dann gehen wir jetzt hier hoch zu den Langbeinen. Das sind Trampler da drüben, oder? Ach komm, geh doch weg. Ja, Kampfmusik ist weg, sehr gut. So, hier haben wir Langbeine. Die können wir gleich auslöschen hier. Muss ich da mal reagieren? Sind die anderen schon tot? Okay, der dritte greift mich gar nicht an. So, noch einen kleinen Klatscher mitgegeben. Stufe 46. Sehr schön. Spann jetzt auf 3, damit wir dann mehr Schaden machen, wenn wir weniger Leben haben. So. Ein bisschen. Aua. 2 haben wir noch. Ah ja. Ich war mir nicht sicher, ob er noch was macht oder nicht. Weil er dann nur um mich rumgegangen ist. Hm, eine Speerschadenspule haben wir wieder gefunden. Die findet man nämlich echt seltener als alles andere. Habe ich zumindest so das Gefühl.
So, wir heilen uns zuerst, bevor das wir die Tal... Noch. Genau. Weil sonst sind wir voll und dann heilen wir uns und dann ist dann natürlich der Medizinbeutel wieder leer und dann kriegen wir ja nicht das volle Potenzial, was uns diese Pflanze hier geben könnte. Ah, Blödsinn. So, die Langbeine haben wir. Hier haben wir das Lagerfeuer, dann hier haben wir noch was. Wir speichern aber natürlich vorher ab, weil die Plünderer liefen echt gut. Für meine Verhältnisse.